Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich dachte mir, dem Wetter angemessen spiele ich mal wieder Stranded Deep, weil es so schön mit Wasser ist und so. Außerdem gibt es ein neues Bild, ein experimentelles mit einer neuen Engine. Das wollte ich mir anschauen und weil alles neu ist, muss ich auch ein neues Spiel starten. Ja. World Seed kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Dann schaue ich mal, was sich so geändert hat. Ich skippe das Intro mal nicht. Weit so gut. Yummy, yummy, ein Cocktail. Zurück zu meinem Sitz. Ah, ich wollte gerade mal auf den Flugplan gucken, wo ich hier überhaupt bin. Aber das erkennt man nicht so wirklich. Irgendwo über dem Atlantik, würde ich mal sagen. Ich brav wieder hingesetzt. Das ist nicht so. Und ich bin gerettet. Mal umschauen. So sehe ich jetzt erstmal auch nichts anderes, Neues, Besseres. Die erste Insel. Wie kann ich noch mal was fallen lassen? Schaue ich mich hier mal um. Bäumchen. Eins, zwei, drei Schiffswracks. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Palmen, zwei, drei Yuccas. Für die Starterinsel schon mal, glaube ich, gar nicht schlecht. Mal schauen, was es hier zu looten gibt. Nehme ich erstmal dahin. Das ist ein Rumrack. Ein Stück Schiff. Aber nichts drin. Okay, schaue ich da drüben gleich noch rein. Ich
etwas größeres Schiff. Kann ich nicht aufmachen. Erstmal auftauchen. Und jetzt nochmal. Was war denn in dem Locker drin? Ein Messer. Das ist wohl nichts. Benzintank. Und hier ist nichts. Geht's auch nicht weiter. Aber hier geht's noch weiter runter. Okay, geht nicht. Hier noch was. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ah, da ist noch eine Kiste. Und eine Duct Tape, ist ja toll. Dafür, dass das so ein großes Wrack ist, war aber wenig drin. Muss ich schon sagen. So kann ich da unten nicht rein. Ah. Eine Kabine. Okay, Absturz. So, das war ein Crash. Bin ich auf einer neuen Insel. Ich musste das Spiel komplett neu starten. Weitermachen ging nicht. Jetzt bin ich meine erste tolle Insel mit den drei Schiffswracks los. Bin dafür auf einer neuen. Mit einem leeren Koffer. Na, das ist ja toll. Das war ja ein super Tausch. Ein bisschen umgucken. Tiere gibt es ja noch keine. Außer Fischen natürlich und Krabben. Sehe ich jetzt eigentlich keinen Unterschied. Die Inseln sehen immer noch gleich aus von weitem. Also alle gleich. Keine Punkte zum Wiedererkennen. Die Insel scheint mir größer zu sein als meine letzte, aber hat weniger Wracks. Natürlich auch nicht das tolle Taschenmesser, das ich eben gefunden habe. Wäre jetzt ganz praktisch gewesen für den Anfang. Für die Lianen und so. Aber es wird auch umgehen. Wir eben gleich eine kleine Axt bauen. Schmeiße ich das Zeug mal dahin. Ich habe sowieso ein Messer, stimmt. Ich kann es vergessen. Nein. Achso, mir fehlt eine Liane. Okay. Das wollte ich.
So, jetzt muss ich nochmal die Jokos suchen. Da ist einer. Das dauert mit Taschenmesser länger. Ist gerade ein Blatt an mir vorbeigesegelt. Das ist nur eins. Und nicht ablenken lassen. Noch eine Yucca suche ich. Und vielleicht Kartoffelpflänzchen. Na, wenn ich die Strippen gleich habe, dann kann ich einen Hammer bauen, eine Axt. Axt wäre, glaube ich, erstmal wichtiger. Drei Yuccas habe ich jetzt gezählt. Und jetzt ist noch keine Kartoffelpflanze gefunden, aber es kann auch sein, dass ich die übersehen habe. Die sieht man nicht so gut. Ich jedenfalls nicht. Keine einzige. Ach, wer braucht schon Kartoffeln? Da ist einer. Wenn man vom Teufel spricht, dann schmeiße ich hier noch die Seile hin. Nee, falsche Richtung. Irgendwie an die Felsen platzieren. Wo ist das jetzt gelb? Ist das eine Bedeutung? Hm. Hier, da drüben hat es mir besser gefallen. Da, so in der Kuhle. Alles einsammeln. Das schmeiße ich jetzt mal hier hin. Was ich jetzt brauche, um das noch zu erweitern. Aber das wird er mir gleich zeigen. Vielleicht brauche ich auch die Axt. Dann fäll ich mal einen Baum. Also jetzt neue Engine oder so. Ich sehe keinen Unterschied. Spüre keinen Unterschied. Hallo. Ich verstecke nützt nichts. Noch einer. Vier. So, eigentlich wollte ich ja. Da ist noch eine Kartoffelpflanze. Eigentlich wollte ich ja das Bäumchen fällen. Ich glaube, um das Feuer zu erweitern, brauche ich Steine. Nicht Holz. Ich lege es mal weiter hier hin. Das ist mir im Weg rum.
ist immer noch ein Weg rum. So, eigentlich das Holz hier nochmal dazu. Was bauen? Kämpfer, ja, nee, das wollte ich nicht. Mir fehlen Steine. Ich kann noch mal kurz über die Insel laufen, ob da noch irgendwas rumliegt. Ah, ist noch einer. Da versteckt sich noch einer im Gebüsch. Habe ich jetzt wohl drei? Ah, vier. Doch mal den Hammer ausrüsten. Nein. Irgendwas fehlt noch. Strippen vielleicht. Ich habe keinen Plan. Und wieder alles vergessen. Ah. Nein, immer noch nicht. Ich will keine Fishtrap bauen. Auch keine Idee, was jetzt fehlen könnte. 2, 4, 5 Steine sollte eigentlich genug sein. Ich fehle ein bisschen Holz. Beziehungsweise hau den Baum zu Klump. Gehe noch mal auf die Suche nach Steinen. Das ist ja das, was fehlt. 5 habe ich. Ich will ein anständiges Feuer. Gelesen, dass dieses Rascheln im Gebüsch für später sein soll, wenn dann Tiere da sind und vielleicht Eingeborene oder sowas. Dass man die rechtzeitig hört. Keine Ahnung, ob das stimmt. Nee, stimmt. Ah, ja, stimmt. Links sind so ein paar Tiere schon nicht schlecht. Oder Menschen. Man fühlt sich so ein bisschen einsam und verlassen hier. Aber ich glaube, das war auch der Sinn der Übung. Ich glaube, jetzt habe ich alles abgesucht. Sehr schön. Habe ich das jetzt? Ein freies Bit, Ah, doch. Puh. Das ist doppelt bau. Unsinnigerweise. So, genau das wollte ich haben. Sehr schön. Kann ich damit jetzt noch irgendwas bauen? Campfire? Nein. Das brauche ich nicht. Möchte ich doch gleich mal das grillen.
soll es doch nicht essen. Ich esse wieder. Ja, ja, ich weiß, du magst es nicht. Ich würde es auch nicht mögen. Jetzt mal eine Krabbe hin, wie komme ich? Ich will nicht drauf veräppeln. Ich will nicht da dran hin. Ich habe auch noch gar nicht auf meine Uhr geschaut. Ah, das hat mir jetzt nicht so doll geschadet. Geht. Ob das noch nah genug ist, ob es kriegt oder nicht. Ich werde es merken. Es ist dunkel. So kann ich auch kein Bett bauen. Jetzt habe ich eine gekochte und eine rohe Krabbe. Werfe ich die gekochte mal hin. Und fällt noch eine Axt. Nein, ein Baum mit der Axt. Hier sind Kokosnüsse dran. Ich habe nichts zum Schlafen. Noch schnell den Baum bearbeiten. Vielleicht reicht es ja für ein Bett, aber ich glaube, mir fehlen noch Stricken. Schade um die drei Wracks. Bestimmt wären da noch ganz tolle Sachen drin gewesen. Hammer und ich will keine Foundation bauen. Tja, schade, das reicht nicht für ein Bett. Bestimmt fehlen mir Strippen. Lianen-Dinger, da. Aber die habe ich alle abgeerntet, da finde ich jetzt keinen mehr. Ich habe gelesen, es gibt noch eine Art von Feuer. Die habe ich jetzt sogar noch nicht probiert. Ich mal hier machen, am Rand. Dahin.
kriege ich es nicht ins Visier. So nämlich. Jetzt probiere ich doch direkt mal mit den Kartoffeln. Ja, tatsächlich funktioniert, ohne dass die Stücke abfackeln. Hier war noch irgendwo eine Kartoffelpflanze, wie ich die im Dunkeln jetzt finde, wage ich zu bezweifeln. Yucca wächst. Ja, sieht nicht gut aus. Ich bin doch so blind. Bleibt so lange dunkel. Nein, finde ich nicht. So. Das ist natürlich vielleicht viel angenehmer. Den lege ich mal zur Krabbe, zur Kopfen, die da drüben ist. So, gekocht, gekocht. Und die ist rot. Die muss noch hier mit drauf. So kann man natürlich viel schneller kochen. Ich muss warten, bis die Yucca nachgewachsen ist oder woanders hin paddeln, aber jetzt so im Dunkeln eher nicht. Was Gescheites essen. Schatten eine Kartoffel. Schade, dass man das Feuer nicht ausmachen kann, wenn man es nicht mehr braucht. So verbrennt das nämlich. Vorne ist irgendwas im Wasser. Ein Felsen, ein Hai oder ein Wrack. Eine ist fertig. Natürlich steht hier, weil das nicht ist. Das ist eine feine Sache mit dem Grill. Hätte man mal früher wissen müssen. Ja, kling, kling, kling. Und das fertige Essen mal hier hin. Vorrat. Das ist ja ganz schön lang. Einen Fischtrap könnte ich doch noch bauen. Jetzt nicht mehr. Toll. Was fehlt? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich auch wieder Seile. Geht es dann schneller.
geht der Mond schon unter. Ist die Schwere. Er wandert zumindest nach oben. Das sieht gut aus. Wenn das Feuer runterbrennt, kann man es auffüllen mit neuen Stöcken. Hier jetzt zum Beispiel. Zwei. Hier passt vielleicht auch schon eins. Ja. Na gut. Ja, gut. Es ist hell tatsächlich. Ich habe aber den Eindruck, dass es schneller geht als früher. Vor dem Update. Da war es immer ziemlich lange Nacht. So. Wie gesagt, jetzt bräuchte ich ein paar Yucca-Palmen. Aber innerhalb eines Tages wachsen die nicht nach. Schauen, da ist einer. Aber nein, kann ich nicht ernten. Vielleicht paddel ich jetzt gerade noch mal schnell zu einer anderen Insel. Um zu gucken, ob was Neues. Aber so, mein erster Eindruck ist, sieht aus wie vorher, spielt sich wie vorher. Das ist ein Hai. Aus dem Weg. So, da bin ich. Schon mal kurz an Land. Schau mich mal um. Ja, ein paar Stricke. Ein paar Seile kann ich ja mitnehmen. So viel Platz habe ich. Stöcke brauche ich erstmal nicht. Aber Yuccas da. Schiffswachs. Sieht eigentlich fast aus wie meine alte Insel. Ja, mit dem Felsen hier. Sieht aus wie meine alte Insel. Habe ich vier Stricke, nehme ich noch ein paar Steine mit. Noch zwei geht. Jetzt ist die Tasche schon wieder voll. Ich hätte ja auch was zu Hause lassen können, aber nein. Jetzt gucken. Ja, was sagen wir? Brauchschild alle. Ja, war ja jetzt auch nicht so weit zu der Insel. Ach toll, jetzt kann ich um. Okay, ich lasse die Axt hier. Ich dachte, ich hätte meinen Paddel nicht einstecken, aber doch habe ich. So, das müsste hoffentlich meine Insel sein. Eigentlich hätte ich gedacht, da geradeaus, aber. Da ist ein Wrack. Nein, das ist die da. Oh Mann, ich und meine Orientierung. Hey, ich sehe mein Feuerqualm, also war es doch die richtige Insel. Gleich bin ich da. Hat mich gerade der Hai angerempelt? Oder liegt eine Kiste? Ich wollte gerade sagen, ich finde die Haie sind weniger aggressiv als vorher, aber das war auch ein Irrtum. Beute mal schnell hinschmeißen. Hatte ich nicht nur irgendwo
Ein Baumstamm. Nein. Ich dachte. Gut. Das reicht ja dann auch erstmal. Ich sag, keine tollen Änderungen aus meiner Sicht jetzt. Alles wie gehabt. Immer noch nicht zu spielen. Immer noch viel zu wenig Zeug auf der Insel. Okay, so, dann. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal. Ciao!